Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vor dem Hintergrund des NATO-Russland-Konflikts beginnt heute die Münchner Sicherheitskonferenz. Die dreitägige Veranstaltung gilt als weltweit wichtigstes Expertentreffen zur Sicherheitspolitik. Es nehmen rund 30 Staats- und Regierungschefs sowie mehr als 80 Minister teil. Neben US-Vizepräsidentin Harris, die am Abend eintraf, werden auch Kanzler Scholz und der ukrainische Präsident Zelensky erwartet. Russland ist erstmals seit 1991 nicht mit einer offiziellen Delegation vertreten. Im Morgenmagazin bezeichnete der Leiter der Konferenz Ischinger die Vorwürfe Russlands gegen die NATO als schwer nachvollziehbar. Zunächst einmal sind die heute geäußerten russischen Vorwürfe über das Gefühl einer Bedrohung durch eine mögliche künftige NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Das ist wirklich sehr, sehr weit hergeholt. Das ist eigentlich fast absurd, weil die NATO seit 2004, das sind jetzt, wenn ich richtig rechne, 18 Jahre, keinen einzigen Schritt mehr unternommen hat in Richtung Osterweiterung der NATO, also in Richtung auf die russische Grenze zu. US-Präsident Biden hat die Staats- und Regierungschefs von 7 verbündeten Ländern zu weiteren Gesprächen über den NATO-Russland-Konflikt eingeladen. An der Videokonferenz sollen heute unter anderem Deutschland und Frankreich sowie die Spitzen von EU und NATO teilnehmen. Zuvor hatte Biden gesagt, die Gefahr einer russischen Invasion der Ukraine sei weiter sehr hoch. Unterdessen erklärte US-Außenminister Blinken, er nehme eine Einladung seines russischen Kollegen Lavrov für Gespräche kommende Woche an. Russland dementierte die Angriffspläne erneut. Auf dem Mittelmeer musste eine Passagierfähre evakuiert werden, nachdem an Bord ein Feuer ausgebrochen war. Wie die griechische Küstenwache mitteilte, waren 237 Passagiere und 51 Besatzungsmitglieder an Bord. Sie sollen in Rettungsbooten nach Korfu gebracht werden. Berichte über Tote und Verletzte liegen nicht vor. Die unter italienischer Flagge laufende Euroferry Olympia war auf dem Weg vom griechischen Igoumenitsa nach Brindisi. Nach den Erdrutschen und Überschwemmungen in Brasilien ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 117 gestiegen. Im bergigen Hinterland von Rio de Janeiro gelten noch mehr als 100 Personen als vermisst. Die Suche wurde zeitweise eingestellt, weil es erneut regnete. Vor weiteren Erdrutschen wurde gewarnt. Am Dienstag hatte es Medienangaben zufolge binnen Stunden mehr Niederschlag gegeben, als für den ganzen Monat erwartet worden war.